Die Antilope als Chakra-Tier des Anahata-Chakras. Antilope ist das Chakra-Tier des Anahata-Chakras. Anahata-Chakra ist das Herz-Chakra, das innere Chakra und das Luft-Chakra. Die Antilope gilt als das Chakra-Tier des Herz-Chakras, weil sie leicht ist, weil sie schnell ist, leichtfüßig und graziös. Anahata Chakra ist ja unter anderem das Chakra des Luftelementes. Und das Luftelement hat diese Leichtigkeit und diese Weite, auch die Sprunghaftigkeit. Luftelement ist Leichtigkeit, Luftelement ist Weite. Luftelement ist auch schnell verändernd. Luftelement ist graziös. Und so wird die Antilope das Chakra-Tier des Luftelementes genannt und damit auch des Anahata-Chakras. Wenn du über Anahata-Chakra meditierst, kannst du dir eine Antilope vorstellen. Und du kannst dir die leichtfüßige Antilope vorstellen. Und du kannst dir vorstellen, wie die Antilope leicht ist, weit ist, graziös ist. Antilope gehört auch zu den Herdentieren. Eine Antilope kann nicht allein leben. Anahata Chakra steht auch für Liebe. Eine Liebe vom Herzen her und die Verbundenheit. Anahata Chakra ist also auch das Chakra der Verbundenheit. Und deshalb auch die Antilope, nicht die einsame Antilope, auch wenn die Antilope für sich allein schon wunderschön ist, sondern die Antilope in Verbindung mit anderen. Ein Mensch kann nicht individuell leben. Ein Mensch kann nur leben im Zusammenhang mit anderen Menschen. Eine Antilope allein symbolisiert die Verbundenheit mit anderen Antilopen. Und die Schönheit von Antilopen ist besonders auch sichtbar, wenn viele Antilopen zusammen sind. Antilope ist aber auch die Sprunghaftigkeit. Antilopen können plötzlich in die eine Richtung und dann in die andere gehen. So symbolisiert die Antilope auch Flexibilität und Anpassungsbereitschaft und die Bereitschaft, die Richtung zu wechseln, wenn es angemessen ist. Du kannst selbst weiter meditieren. Wofür steht Antilope, insbesondere als Chakra-Tier des Anahata-Chakras, für dich?